Hey ho Leute, wir sind wieder hier bei Castlevania Lords of Shadow im Kapitel 10. Nur noch zwei weitere Folgen und dann haben wir das Spiel abgeschlossen. Im letzten Part haben wir uns dem Leierkasten gewidmet bei der alten Hexe Baba Yaga. Und nun geht es zum Titanenfriedhof. Baba Yaga sent our hero to the Titan's graveyard. And I have sent her soul to the underworld. She will trouble us no more. Now my friend enters the land of the dead, and his final battle is coming. I must find my own path and try to meet with him at some point. For now he is on his own. The land requires sacrifice. Sacrifice I hope that he can make, because without it he will not get very far. I must have faith in him now. The seed was sown long ago, and it flowers beautifully. He has come this far down the path. I must believe that he will go all the way. Ja, dann sind wir dann in dieser neuen Höhle. Ich frage mich nur, wenn er sie umgebracht hat, wie sind wir dann... Warum ist der Zauber aktiv geblieben, etc. und so weiter, ne? Nein, passt schon alles. Was machen wir denn hier? Ich würde sagen, direkt mal draufhauen, was aber natürlich nichts bringt, denn hier glitzert die Wand. Dann dürfen wir nämlich wieder anfangen zu klettern, war ja zu erwarten. Wobei das hier alles nach diesen Abysskristallen hier aussieht, nach diesen gefährlichen Scherben. Aber... dem ist nicht so. Sie schickt uns hier runter, wo wir jetzt natürlich erstmal rausklettern, ist klar. Da hätte sie uns auch anständig porten können, oder? Nach rechts? Ja, gut. So, dann zieh dich mal da hoch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind und was dieser Titanenfriedhof gerade zu bedeuten hat. Okay, dahin ziehen, ja. Sieht ja hier unten recht lustig aus, wobei es mich wirklich an diese Abysskristalle erinnert, wo dieser Tittendämon rauskommt. Ja, ich muss das jetzt so unverblümt sagen, ist ja auch so. Warum können wir da runter? Ist da noch was? Geht's nochmal runter? Nö, da ist doch nichts mehr, oder? Nö. Na dann, hoch mit dir. Raus aus diesem Loch. Und wir treffen auf... nix. Wow. Okay. Wow. Jetzt weiß ich wieder, warum es Titanenfriedhof heißt, ja. Hier haben anscheinend einige Kämpfe der Titanen stattgefunden und ja, wie ihr sehen könnt, brauche ich das ja eigentlich gar nicht mal mehr erklären. Darüber springen, ne, ja. Und hier sind sie dann doch zugrunde gegangen, trotz ihrer Stärke und Magie. Okay, dann... nein! Okay, nichts passiert. Gut, ich dachte schon, wir versinken hier jetzt in irgendeinem Schlamm oder so. Haben wir denn hier eine Schriftrolle zum Einsammeln? Ja, genau hier. Was hast du uns zu erzählen? Zählt das da als Truhe? Moment, jetzt bin ich erstmal gierig. Nö, okay, das sind einfach nur Särge oder sowas. Die Spuren des letzten Kampfes, die Titanen, die hier liegen, sind Überreste einer längst vergangenen Zeit. Opfer des Krieges mit dem personifizierten Bösen. Das Land der Toten bleibt den Anhängern des Glaubens verschlossen. Und nur jene, deren Herz verdorben ist, erhalten Zugang. Weder ich noch meine Brüder können unseren Weg fortsetzen, wenn wir der Versuchung nicht unterliegen. Ich frage mich, ob irgendjemand dieses Böse besiegen kann. Was war das gerade für ein Geräusch? War das noch ein Nachhall unserer "Ich hab was angegriffen" Stöhneffekte? Ist da was? Huh! Ist da hinten was? Können wir da hinspringen? Können wir von Stein zu Stein springen? Weißt du was? Das testen wir jetzt mal ganz frech. Nö, das sieht sehr schlecht aus. Jetzt verlieren wir erst Leben, okay.
Ich wette, wir verrecken hier elendig und haben dann wieder ganz wenig Leben. Oh. Oho. Wer hätte denn das erwartet? Nein, jetzt kletter wieder da hoch. Tu es. Du Schwein. So viel zum Thema. Ich sollte einfach auf dem Weg bleiben, oder? Oh, wir kriegen wieder volles Leben. Das ist nicht dein Ernst. Nö. Ach komm, lass mich doch abkürzen. Wir haben doch Engelsschwingen. Ach Mann. Das ist uncool. Jetzt müssen wir wieder ganz hier runter. Nö, ich bleib auf dem Weg, so. Ich erkunde jetzt hier gar nichts groß. Nee. Ich habe keine Lust, das alles dreimal zu machen, nur weil ich jetzt ein wenig erkunden will. Nee. So machen wir das hier jetzt nicht. So, da links ist jetzt... Ah, da ist definitiv was. Moment. Ja, da ist auch was. Seht ihr es? Es glitzert, so. Da müssen wir hin. Kamera, ändere dich. So, wir springen nämlich jetzt... Hopp, einmal, zweimal. Das wird nicht funktionieren. Ja, super. Wir kommen da nicht mal weiter. Unsichtbare Wand. Jubel, jubel, freu, freu. Na dann, okay. Wissen wir es wenigstens, haben wir Klarheit. Ach, Arsch. Da glitzert es einfach mal ganz dreckig und wir können nicht so einfach rüber. Mhm. Danke auch, Spiel. Naja. Einer dieser Momente, wo ich am liebsten einfach wieder runterspringen würde. Aber, es geht ja nicht, sonst sterben wir, weil wir jetzt so dumm sind, unsere Engelsschwingen kurz vor dem Boden zu benutzen. Naja. So, dann wieder hier runter. Das kennen wir ja alles schon. Zack. Spring an die Wand. Halt dich fest. Danke, Gabriel. Hast du gut gemacht. So. Und schwupps. Dann behalten wir das da hinten einfach mal im Kopf. Da kommen wir jetzt ja so easy nicht hin. Ah, was haben wir denn hier? Da können wir hoch, ja. Aber ich würde sagen, wir versuchen erstmal hier über diese Inseln zu gelangen. So. Bevor wir hier irgendwas da hinten hochgehen. Was haben wir denn da? Können wir das direkt greifen? Ja. Was seid ihr denn für Dinger? Ihr seid ja mal brutal eklig. Aua. Ja, ist okay. Wisst ihr was? Wir regeln das jetzt mit euch ganz zivilisiert. So, wie ging denn das nochmal? Das da an. So, einmal so, dann so. Komm. Nein. So. Gedrückt halten. Und dann drücken wir die letzte Irre und unterbrochen werden. Genau. Nein, das ist es eigentlich nicht, aber mach einfach mal. Das ist jetzt egal. So, wir hauen jetzt das letzte bisschen auch noch auf den raus. Und dann benutzen wir eine Weihwasserfiole. Weil ich geizig... Ja, du Schwein! Ja, ich habe gehofft, das macht bei denen irgendwie mehr. Ja, ich bin wieder brutal. Gott! Mann, was ist denn das jetzt? Wunderbar. Super Leistung, würde ich sagen. Überhaupt nicht ausgewichen. Einfach mal voll die Kelle abbekommen. Immerhin haben wir hier einen Speicherpunkt geschenkt bekommen. Yay! Na egal, hauen wir wieder das Drecksvieh hier um. Die hauen wir jetzt einfach mal so um, würde ich sagen. Wobei, diesmal können wir ja versuchen, es durchzuziehen. Ey, jetzt kommt, geht mal hier auf Seite. So, lasst mir doch mal ein bisschen Luft. Nee, so war es nicht. Mann. So, einmal so. Dann ist die Schattenmagie auch schon weg und ich werde von allem getroffen, ist klar. So. Friss meine Fiole. Ja, komm, mach deinen Hieb. So ist fein. Ich glaube, wir heilen uns lieber direkt hoch, als jetzt hier zu pokern und nachher zu verkacken. So, der haut zu. Der dasht und trifft uns, obwohl wir wunderschön ausweichen wollten. Naja. Typisch Skelette, würde ich sagen. Können wir die eigentlich mit den Feen irgendwie ablenken? Sieht gar nicht so schlecht. Kleine Spacko-Dinger. Fiole! Yeah. Aber diese Skelette, die halten sowas von... Ja, komm, wie schnell bist du? Hättest ruhig die Kette hochziehen können, Gabriel. Hätte dir niemand übel genommen. So, weg mit dir. Gut, super. Ja, ihr und euer scheiß Schild, ich weiß. Ihr seid da die besten Freunde. Und zack. So. Okay, das war das. Dann versuchen wir uns jetzt nämlich dieses Glitzer hier unten zu besorgen. Genau. Na los, runter. Was für ein Stein? Ah, Lichtmagie. Lichtmagie kann man nie zu viel haben. Das ist die Cheater-Magie in diesem Spiel. Ja, da haben wir nichts. Nein, ich dachte schon.
So, haben wir denn da noch was Glitzerndes liegen? Ja. Eine Schriftrolle, okay. Man muss die Schattenmagie erlernen, um das Böse, mit dem wir es zu tun haben, wirklich zu verstehen. Man muss selbst zum Bösen werden, um es zu zerstören. Im Himmel ist kein Platz für uns, wenn wir zu dem werden, was wir bekämpfen. Weise Worte eines toten Mannes. Naja, ob wir wirklich so böse werden müssen, nur um unsere Mission zu erfüllen oder unsere Liebe wieder zu erlangen, das ist jetzt die Frage. Das wird nichts. Ich will nicht wieder hier sterben. So. Machen wir das ordentlich, würde ich sagen. Spring hier auf irgendwas. So ist fein. Und dann direkt wieder auf die andere Seite. So, und dann würden wir hier mal weitergehen. Ach man, das mit dem Sprinten will irgendwie nie so wirklich bei mir. So, und dann springen wir über die Finger. Und was haben wir denn jetzt hier? Wieder mal so ein paar Särge, sage ich jetzt mal. Ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Was bist denn du für ein Vieh? Komm. Ja. Friss meine Fiole. Interessiert es aber nicht sonderlich. Okay. Wow. Ja, wie schnell. Wie schnell bist denn du? Ist das dein Ich-Schlag-Zurück-Modus? Okay, da haben wir gut getroffen. Ich habe gerade... Aua. Keine Ahnung, wie man am besten gegen dieses Vieh vorgeht. Okay, das sieht wieder nach Konterhaltung aus. Au. Mann, Mistvieh. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Leben wieder gesammelt. Da kommt bestimmt ein Angriff. Ja, genau. Oh, jetzt aber. Oh, 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 oh. Ich meine, Kreis, 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 Kreis. So war es schon gemeint. Jetzt ist aber gut hier. Und weg mit dir, du Flatschgesicht, du. Meine Güte hier. Darf man nicht zu lange Pause machen? Du hast nicht die nötigen Schlüssel für den... Ah, da ist er ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt ja nicht. So. Und so haben wir uns einen neuen Weg geebnet. Durch dieses giftige Moor. Naja, irgendwie muss man ja vorankommen, ne? Ach bitte, es hat gepasst. Hm, immerhin. So, wir wollen ja keine Leiche übersehen, deswegen würde ich sagen... Ja, komm schon, ey! Was für ein Riesenbogen du schlägst. Wir hauen hier alles kaputt. Nur um zu gucken, nicht, dass da irgendwas irgendwie runtergerutscht sein könnte. Sieht aber gut aus, na dann. Ja, er konnte sprinten und springen. So, da hinten sieht's nach, es geht weiter aus. Und hier sieht es auch nach, es könnte weitergehen aus. Hm. Gehen wir erstmal hier lang. Das sieht jetzt irgendwie nicht so verdächtig aus. Und da brauchen wir... Ah, okay. Zwei Schlüssel. Hier scheint das Lighting öfter mal zu wechseln. Kann das sein? Was haben wir denn hier auf der Seite, hm? Sieht relativ ruhig aus. Da glitzert's doch, oder? Ja. Yeah. Schöne Angelegenheit. Woo. So, dann müssen wir jetzt aber... Genau. Darüber wieder. Hua. So, und dann müssen wir anscheinend zwei Schlüssel auf der anderen Seite finden. Um dann wirklich hier weiterzukommen. Hua. Okay. Gehen wir... erstmal hier rüber. So. Ja, wo wolltest du denn jetzt hin, Gabriel? Jetzt komm, kletter da hoch, das sehe ich ja gar nicht ein. Übel. Springt er halb aus der Map raus. Okay, einmal das, einmal Weihwasserfiolen, so. Viele sind gefallen. Ihre Körper liegen verstreut herum, wie Blätter, die der Wind fortgeweht hat. Die Prophezeiung erzählt von einem, der reinen Herzens ist. Doch niemand, der reinen Herzens ist, darf hier passieren. Wenn jemand stark genug ist, sich dem Tode selbst entgegenzustellen, dann ist er, so fürchte ich, wohl eine ebensolche Plage für die Menschheit. Vielleicht ist es unsere Bestimmung, vom Bösen beherrscht zu werden. Die Starken bezwingen die Schwachen. Ist das etwa Gottes Wille?
Naja, keine Ahnung, kann ich dir nicht viel dazu sagen. Können wir da hochspringen mit unserem Doppelsprung? Nein! Na gut, dann eben nicht. Dann springen wir wieder zurück. Diesmal bitte im Bildschirm bleiben. Und danke. So, dann, okay, hier ist nichts. Was? Und wo finden wir jetzt die zwei Schlüssel? Was? Wie soll ich denn da... Wie können wir von... hier da hinten hinspringen? Das könnte funzen. Das soll wahrscheinlich auch irgendwie in der Richtung funktionieren. Okay. Komm schon, lauf. Nicht sterben. Okay, ja. Und hier müssen wir jetzt krasse Action gegen zwei von den... drei von den Dingern machen. Okay, hier passiert gar nichts. Aber da oben ist doch was, oder? Irgendwas scheine ich hier... nicht gänzlich falsch zu machen. Doch, irgendwie schon. Bin ich an einem Punkt, an dem ich nicht sein soll? Was? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Warum... wo bin ich? Was soll ich tun? Okay. Gibt's noch... gab's noch einen anderen Weg für uns gerade? Ja. Super. Ab ins Gift war ja klar... Das ist nicht euer Ernst. Unsichtbare Mauer. Ich hasse unsichtbare Mauern. Habe ich das schon mal erwähnt? Wieso kann ich hier so hinspringen, außenrum? Und dann den Weg nicht. So, naja. Okay, wir brauchen also zwei weitere Schlüssel. Und wo bekommen wir die jetzt? Da rechts war ja jetzt nicht viel an Schlüsseln. Oder ich habe die Paletten komplett übersehen. So. Oh, das ist mal wieder ein Kampf nicht getriggert worden. Wäre ja nicht das erste Mal. So, wir brauchen Schlüssel. Das verstehe ich. Und ich würde sie auch gerne erhalten können. Und die gehen wir wieder hier rüber. So, aber da sehe ich jetzt zum Beispiel schon mal keine Platte. Nö. Hua! Und wie schaffen wir den Sprung? Nicht wirklich gut. Viel schlechter als von der anderen Seite aus. Aber müssen wir natürlich jetzt nochmal probieren. Ah, und da haben wir jetzt auch eine unsichtbare Wand. Okay, gut zu wissen. Den Sprung probieren wir nicht mehr. Das ist mir beim ersten Mal aber auch nicht passiert, muss ich wirklich sagen. Da habe ich anscheinend den richtigen Weg irgendwie direkt gefunden. Und das finde ich jetzt gerade ein bisschen saumies. Es gibt für mich nichts Schlimmeres in einem Spiel als unsichtbare Wände. Ich hasse unsichtbare Wände. Abgrundtief. Können wir da hoch? Nö. So, aber wo sind jetzt hier diese Platinen? Diese Plakate. Diese Dinger, wo dann... Ah, da ging es doch noch rein. Mann, da bin ich eben gegen eine Wand gerannt scheinbar. Okay. Nein, du bleibst da. Verdammt falsch. Ja, gut. Dann mussten wir zuerst hier lang. So viel zum Thema. Das hat man davon, wenn man einfach... rumrennt, so können wir... Bringt das jetzt was? Eine Fee? Ich glaube ja eher nicht. War ja zu erwarten, dass die Angst bekommen. Das hat auch nicht viel gebracht. Okay. Wir müssen schauen, wie wir gegen zwei von diesen Viechern klarkommen. Am liebsten wäre mir jetzt ja dieser Schattenmagie-Sturm. Ist der ausgewichen? Der ist nur ausge... Oh, spring, spring, spring! Oh, gut gemacht, auch wenn der zweite Sprung ziemlich unnötig war, was uns jetzt diesen Skill reingepfeffert hat. Ja, jetzt springen, so... Schon wieder Doppelsprung. Warum machst du den? Den solltest du nicht tun. Okay. Angriff. Okay. Oder? Was? Hä? Angriffsmuster? Fragezeichen? Oh Mann, ich komme nicht mit. Da kommt jetzt ein Angriff. Ja, eine Schockwelle. Genau. Super. Arschloch. Hat uns weggekickt. Gerade als wir Sphären hätten produzieren können. So. Was machst du? Du blockst scheinbar, ne? So. Komm her. Du musst weg. X, das schaffen wir locker. Komm, 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 komm. Button-Mashing. So. Da war es nur noch das andere Vieh hier. Oh, geh weg, Mann. Ich habe doch gerade gesagt, das war nur noch das andere hier. So. Dann zeigen wir dir jetzt mal noch, wo es lang geht. Oh, das tut weh, hä? Einfach mal weiter draufhauen, bringt aber wahrscheinlich eher nichts. Und schon wieder ein Satz mit X. Komm, hör auf mich zu umarmen, ey. Wir hatten nicht mal ein Date, Buddy. Was machst du? Nicht den Schlüssel einsammeln, das Vieh töten. Prioritäten setzen. Eieiei. Ei, ei. Ja, 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 ja. Mann, Gabriel, du musst auch ein
muss echt ein bisschen auf dich aufpassen. Können wir da jetzt irgendwie auf die andere Seite? Oder wie sollten wir jetzt dorthin kommen? Hier rumspringen war ja eben nicht so toll. Passiert vielleicht was, wenn wir einen der Schlüssel einsetzen? Ich verkacke ja nur noch. So, hast du gut gemacht. Hast es ja immerhin überlebt. Hua! Ist nicht mein Ernst, oder? Ist nicht mein Ernst! Huh! Knappe Sache. Wir hatten fast schon wieder Schaden gefressen. So, geht jetzt aber wenigstens eine Hand auf oder so. Irgendwie tut mir der Titan voll leid. Naja, wirkt so, als hätten sie Leben geschenkt bekommen, nur um dann hier im Krieg zu fallen. Sag mal. Dann rennen wir halt jetzt erst hier durch. So, da drauf. Hier ganz gechillt machen wir das. Hier, ausgefuchst machen wir das. Und dann failen wir natürlich beim Rüberspringen fast. Jetzt hoffe ich ja echt, dass das nicht drei auf einmal sind. Und, haben wir den abgefangen? Haben wir es dadurch nur mit zwei zu tun? Ja, glücklicherweise haben wir es dadurch echt nur mit zwei zu tun. Solange wir jetzt das andere davon abhalten können, auch noch da rein zu klettern. So, solange wir ein bisschen aufpassen. Ach Mann. Friss meine... Block meine Dolche, genau. Nein! Verdammt! Übel! Jetzt müssen wir gegen drei von den Viechern kämpfen, ist klar. Ist doch nicht normal. Eieiei, super, super, super. Das hat ja schon mal gar nicht so gut funktioniert, ne? Oh, bitte nicht, bitte nicht. Da haben wir von der Reichweite haben wir es noch gerade so gepackt. So, friss es einfach. Ah, Fiole, mach was. Weg, weg, weg. Springen, springen, springen. Zuhauen. Voll wegnatzen. Nein, nicht uns wegnatzen. Den wegnatzen. Den Gegner. Ah, ah, Fiole, tu was. I've seen enough hentai to know where this is going. Verdammt. Das war... Mann, mit gegen drei Stück? Ach komm. Ach, was, wo sind... Wie sind hier die Checkpoints verteilt? Normalerweise... Ja, leck mich doch am Buckel. Normalerweise wäre das Ding doch direkt an der Hand gewesen. Also nachdem wir diese... den Arm ausgefahren hätten. Aber nein, diesmal sind wir ja ganz gemein und setzen diesen Checkpoint nicht dorthin. So, hier, mach wieder ganz. Wir können das noch nicht überspringen. So, aber das. Wir haben es tragisch einmal miterlebt. Und ich krieg das Sprinten nicht ordentlich hin. Super. Was ich gerne hätte, wäre volles Leben. Springen. Wir müssen mal schauen, wie wir jetzt damit umgehen, dass wir halt eben nicht so viel haben. Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch den Dreh raus, gegen die Viecher zu kämpfen. Bleibst du da? So, wir versuchen jetzt immer... die kleineren hier direkt wegzuhauen. Ah, nein, nein. So viel zum Thema. Das soll sich anscheinend nicht so wirklich vermeiden lassen. Ach, komm. Ist jetzt gut, ey. Mann, ihr Mistviecher. Ach, wir haben gar keine Lichtenergie gerade. Schmeiß das Ding. Hat aber nicht viel gebracht. Egal, wir haben einen kleinen Schild immerhin. Müssen wir schauen, wie weit wir damit kommen. Wir müssen mal gucken, dass wir die Guillotine nochmal rauskriegen. Ja, immerhin. Sehr schön. Dann kriegen wir nämlich jetzt wieder die Möglichkeit, Energie zu absorbieren. Na los, nochmal, solange der Schild aktiv ist. Ne, ist nicht mehr aktiv. Rüber da, rüber da. Absorbier die Scheiße. Ja, so ist richtig. Und gleich noch eine Fiole raushauen. So, das machen wir am besten kaputt, auch wenn die Magie jetzt gerade an ist. Schande über mein Haupt. Hör auf zu kuscheln. So, Magie an. Fiole werfen. Schild aktivieren. Ja. Und die machen auch gut Schaden an den Viechern. Sehr schön. So, Natzen. Das andere Vieh kommt wahrscheinlich wieder raus, aber damit können wir umgehen. So. Du Schwein. Ist jetzt gut. Gehst du weg von mir? Mit den Schlüssel aufsammeln. Du willst mich echt umbringen, Gabriel. Kann das sein? Sag mal. Mann. Hauptsache den Schlüssel einsammeln, ne? Oh, ist jetzt gut, Drecksding. So, jetzt stirb. Hau es um. Ja, voll ins Gesicht matschen.
Nein, komm her. So, ohne Risiko, aber. Auf den Schädel. Mann. Yay. Minimal aufreibender Kampf. Hua! War das eigentlich der richtige Weg? Hätte ich sollen so springen? Wir werden sterben. Das fängt an zu ticken. Macht das jetzt was? Wo war der Checkpoint jetzt gesetzt? Puh. Okay. Moment, Moment. Das war dumm. Hätte ich mich mal ein wenig erinnert, dann ja, wäre ich nämlich darauf gekommen, dass wir da so wunderbar drüber springen können. Ja, die Kamera wechselt direkt wieder, die Perspektive. Supi-dupi. Hast du gut gemacht, Kamera. Puh. Naja, ist ja nichts passiert, ne? Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir auch das andere Ärmchen mal bewegt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir dort hochkommen, aber das wird sich wahrscheinlich hier ergeben. Ja, ist jetzt gut hier. Ich will... Nein, kein Skelett! So, kritisch gekontert und so ein Schmarrn. Geht doch gar nicht hier. Hier, schmeiß Fiole, Schild aktivieren. Ja, wunderbar. Aktimel, aktiv und so. Na los, immer schön draufnatzen. Wir haben ein Schild drauf geschissen, was das Vieh macht. Oh, verdammt, das war zu viel. Na los. Nein, treffen. Ja, gut. So, dann können wir hier hoch. Aha. Mann, die Fiolen kommen jetzt doch nochmal richtig gut. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe die ja jetzt regelrecht gespammt. Hier runter, okay. Und dann dort hoch? Nö, man kann einfach mal da runter. Okay. Nicht runterfallen. Das wäre ungesund. Und hopp. Ja, wir haben zwei Steine vergessen und immerhin diesen Bereich abgeschlossen. Ja, was wartet jetzt wohl auf uns, ne? Die Feuerspitze. Ja, das ist ein sehr interessanter Bereich und da will ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wobei ich mir ziemlich sicher bin. Da ich dort keinen Cut machen möchte... Kann es sein, dass jetzt diesmal zwei kürzere Parts kommen, vielleicht ziemlich kurze, weil ich hier jetzt Schluss mache und dann daraus zwei Parts schneiden werde. Also Leute, wir sehen uns dann demnächst wieder, vielleicht mit einer längeren Folge, je nachdem wie es läuft, mit der Feuerspitze. Mach's gut, ich bin raus. Ciao.